Schau, Oli, da hat schon wer Haare lassen müssen. Ich hoffe, den Damen geht's nicht so. Oder gehört das so zur Vorbereitung? Glaube ich so. Bevor du zum Friseur kommst, musst du mal Haare lassen. Ich habe noch eine Uhr von Cartier mit Brillanten und das wird ungefähr den Wert von 150.000 Euro haben. Aha, haben wir da nicht ein bisschen Angst, ganz allein auf der Open Redoute? Ja, ich habe gehört, dass ich Security bekomme und natürlich habe ich ein bisschen ein ungutes Gefühl, dass irgendwas passieren könnte, aber... Ja, wer ist jetzt was? Das war interessant. Rechts ist der Friseur, ist der Eduard Sturm und links ist Robert Antonelli, Bob genannt. Bob? Bob, ja. Bob. Antonelli? Ja, und er sagt, er ist immer die Schminkschwester. Die Schminkschwester? Was ist denn so das höchst zulässige Gesamtgewicht einer Frau samt Geschmeide? Also wenn man das Geschmeide mit einrechnet, gibt es keine Grenze nach oben, würde ich sagen. Oje, ja, was sie tragen können, oder? Ja, genau, würde ich auch sagen. Ihr seid aber Brüder, nicht Schwestern, oder? Nein. So genau, wenn man... Sagen wir Geschwister, oder? Geschwister, genau. Herr Sturm, Sie schauen, dass immer ordentlich der Wind in die Frisur weht. Sitzen, dass es alles passt. Ja. Feste Haarspray drauf, damit es auch hält bis heute Abend. Das ersparen Sie sich bei der eigenen Frisur. Das ersparen Sie bei meiner eigenen Frisur. Zu viel experimentiert. Was? Ist schon wieder unhöflich, schon wieder der Herr Stillinger. Der Stillinger ist schon wieder unhöflich. Und da bricht die Dreharbeit. Sind Sie dann bald einmal fertig? Sie machen ja keinen 100-jährigen Kalender. Ja. War aktuelle Zeitung. Mit Autoshampoo die Haare gewaschen? Autoshampoo, Autolack, alles drauf. Nein. Scherz beiseite, das sind die Gene. Die Gene, oje. Von Vater übernommen. Er wehrt sich. Wir sind 25 Jahre verheiratet, er wehrt sich noch immer. Ja? Also das ist das Problem. Und er muss tanzen? Er muss. Er muss. Er hat schon heute gesagt, muss ich auch tanzen? Habe ich gesagt, na selbstverständlich, nicht? Das heißt, zu Hause haben Sie die Hosen an? Leider nicht. Ich bekomme weder eine Frisur noch werde ich geschminkt. Ja. Ich mache das alles immer allein, auch in Wien am Opernball. Sie machen es ganz allein? Alles allein, immer, gell? Ja. Ich mache das, ich eine Autodidaktin? Nein, es ist so, dass ich bin ein sehr schwieriger Mensch diesbezüglich. Ja. Wunder, die Bellen beißen nicht, so müssen aber tanzen. So ist es, er muss tanzen. Ja? Aber ein Tanzhund oder ein Tanzbär? Gestern hat er etwas gesagt, was mir nicht so gut gefallen hat. Und darum hat er gesagt heute, er wird mein Sklave heute sein. Straftanzen. Straftanzen. So. Ich habe schon 3-4 Mal Friseure zu Hause gehabt, die haben mich frisiert. Ich habe es runtergerissen, haben es wieder selbst gemacht. Und das die Friseurin rausgeschmissen? Nein, nicht rausgeschmissen, aber ich war nicht glücklich. Das ist ein etwas teureres Freundschaftsband, oder? Freundschaftsband, ja. Ja. Da war mein Mann auch hier, weil da war ich hier bei dieser Gala von Charity Mode Gala. Und ich bin für jemand anderen sicher sehr schwierig zu machen. Ich habe meine eigene Vorstellung. Ich mache das so mit 2 Griffen so darauf und mache das dann so da oben. Und Schminke habe ich immer dasselbe. Also, ja. Das habe ich ihm hergeschleppt und da hat er mir dieses Armband hier gekauft. Und freiwillig oder musste er wieder? Er musste. Und ich hoffe, vielleicht muss er jetzt auch wieder. Vielleicht. Ich habe nächstes Monat Geburtstag. Schaut gut aus und vor allen Dingen, wenn was nicht hinhaut, ist man selber schuld. So ist es, da kann ich nur auf mich selbst böse sein, ja? Der Haare wieder. Der braucht schon wieder extra, wie du das hast. Ich habe gerade telefoniert. Ja, so ist der konzentrier dich auf die Arbeit. Das mache ich dann da oben. Das mache ich dann so. Ja, das ist gut. So. Können Sie arbeiten mit solchen Leuten, die nebenbei telefonieren? Ich habe das öfters, ja. An dieser Stelle herzliche Gratulation. Sie gehen auf die 30 zu. Auf die 40 eher, ja? Auf die 40 eher, ja? 39 plus plus, ja? Mein Kind, meine Tochter ist 33 und mein Sohn wird 36. Mit 18 habe ich geheiratet, also Sie können es aussuchen dann. Oli, da müssen wir dann daheim rechnen, gell? Rechnen tut's nicht, ja? Bitte, Foto. Jawohl, das Töchterin. Das ist eine Schönheit. Ich kann das sagen, weil sie schaut so anders aus als ich. Darum darf ich sagen, sie ist eine Schönheit. Gehen Sie nicht so hart mit sich ins Gericht. Sonst glaubt man, ich tue mich selbst loben. Aber sie schaut wirklich anders aus. Und sie ist wirklich eine Schönheit. Ich habe auch einen wunderschönen Sohn. Und was macht man mit den Pelzkritikern? Naja, ich muss sagen, ich bin mein Leben... Ja, sehr schön. Es ist so, dass ich bin eigentlich nur negativ einmal angesprochen worden in Wien. So, das ist meine Tochter, ist das die ist wunderschön. Die und das ist mein Sohn. Das ist der nicht auch wunderschön? Ja, wunderschön. Wie der junge Michael Kunzel im Rapid-Tor. Ja, der schaut einmal aus wie der Toni Polster und einmal... Ja, wo da ist es, Toni Polster, Stunt-Double-Foto. Bitte? 35 und ganz Dancing grau. Dancing Polster. Ja, 35 und ganz grau. Ich sag, Michi, du machst mich uralt.
Und da hat man mich angestänkert. Und das war eigentlich ein falscher Bär. Es war eine Imitation. Aber sonst habe ich da eigentlich kein Problem. Ich habe meine Mäntel schon Jahre, ich werde sie nicht weggeben. Außerdem, es gibt wirklich nichts Wärmeres als ein Pelz. Ich weiß, es gibt so und so, aber die Menschen müssen eben großzügig sein. Ich finde, man muss das und das akzeptieren. Man kann nicht den ganzen Berufszweig gleich verurteilen. Außerdem ist mein erster Mann Fellgroßhändler. Sind die Haare gefärbt? Nein. Ja, ich habe echt... Naturblond? Nein, nicht. Nein. Ich habe echt rote Haare. Mei, was passiert da hinten, ja, bitte? Ja. Haare, bitte, Frau Schiller. Rote Haare, Jösses, na. Sind das die zwei, die Sie heute tragen werden? Ungefähr so. So schauen sie aus. Da ist man natürlich vorbelastet. Also, ja, so ist es, ja. Sie haben noch keinen Farbkübel gespürt? Nein, hoffentlich auch nicht. Hoffentlich auch nicht. Ich muss mal da oben auf die Jeans fahren, weil die ist eine Sensation. Ja. Schaut dir das an. Das war früher Jogginghose. Ja, das ist aus Kahn, ja. So, Herr Antonelli, die Frau Banzenberg ist ja leicht zu schminken. Es handelt sich ja nicht um eine Mondlandschaft mit vielen Kratern. Nee, Gott sei Dank zum Glück nicht. Nee, der Monika ist ein super Typ, weil sie ist ein Dunkeltyp. Und die hat diese Dunkelaugen, diese wahnsinnig dicken, schwarzen Haare. Sie sollen unechte Lippen haben und sind geliftet. Was sagen Sie dazu? Ja, na, das war's jetzt. Na, also erstens, jeder Arzt sieht, weil da müsste das so sein, also dass das nicht ist. Dann müsste ich ja einen Schnitt haben, weil dieser Schnitt bleibt. Ja? Ich mache richtig Ausbildung in Berlin. Allerdings. Und Sie kommen aber aus? New York. Und sind geboren wo? In New York. Wieso heißen Sie dann Antonelli? Mein Vater ist italienischer Abstamm. Also ich mache alles selber. Ich schneide auch meinen Mann seit 25 Jahren selbst die Haare, obwohl ich habe keine Ahnung. Aber ich kann das, ja. Aber nicht deswegen, damit der Friseur den Abend nicht sieht, weil die gibt's ja nicht. Na, die gibt's nicht. Bitte, 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 ja. Nein. Und mein Mund, wir haben gerade drüber gesprochen, als ich jung war, jetzt bin ich ein bisschen älter. Zwei, drei Tage. Ja, zwei, drei Tage. Dieser way back. Französische Einschlag, woher kommt der? Französisch? Ja. Warum sagen Sie mir das immer? Jeder glaubt, dass ich Französisch bin. Das ist Marketing. Ja, okay. Ja, ich bin halb Französin, genau. Alles klar. Halb Italiener, halb Franzose, wohnhaft in New York, Ausbildungen in Berlin. Ja, genau. Da hat jeder mal gesagt, na, das ist ein erotischer Mund. Und heute sagt jeder, das ist aufgespritzt. Hingegen aber beim aufgespritzten Mund ist er entweder so, ja, oder er hat die Kante oben. Also jemand, der sich mit Kosmetik, der auch schminkt, der sieht das von einem Kilometer, ob das jetzt ein echter Mund ist oder nicht. Ja, aber das ist meine Natur. Das ist ja aufgeschminkt, Haare. Ja, das ist mein Stifterl, das ist schön geschminkt, ja. Sie sind in Naturschönheit, aber ich kann ja was verbessern, glaub mir. Was denn? Ich würde die einfach ein bisschen brauner machen und würde irgendwas mit deinen Augenbrauen machen. Ja? Zupfen. Lockenwickler auf die Augenbrauen. Ich würde sie zupfen und die... Zupfen will er mich? Ja. Ja, Antonelli, pass es auf, dass ich Ihnen keine Zupfe. So, was wollten Sie machen? Was ich wirklich wollte, ist eine Verkleinerung der Brust. Die Monika weiß das, weil wir sprechen immer drüber, ob ich das soll oder nicht. Weil Sie zu schwer zu tragen hatten? Die ist schwer, stimmt schon. Ich brauchte immer einen Träger, ja. Und mein Mann macht das, nicht, dass man jetzt glaubt, ja. Machst du mal die Augen auf, bitte? Das tut ja weh. Wobei man sagen muss, sie ist ein schwarzer Typ, sie ist dunkel. Kann man nichts verhauen. Nein. Ich könnte mich nicht so schminken, weil ich ganz helle Augen habe. Aber Sie tragen es mit Würde weiterhin. Ich trage sie und heute Abend lege ich es natürlich in die Auslage. Das heißt, es wird ein schönes Dekolleté geben? Hoffentlich. Wie wichtig ist so ein Dekolleté am Ball? Naja, wenn man schon das ganze Jahr das so herumträgt und versteckt, dann kann man es doch ein-, zweimal im Jahr, hole ich das heraus. Und präsentiere es. Krapferln. Jawohl. Wieso hat die Frau Schiller die Brille auf? Das sind optische Brillen, da ich ja 6 Dioptrien habe. 6. Ein blinder 6, Maulwurf? 6. Ich taste nur, ja, sonst müsste ich tasten. Stellen Sie sich vor, ich komme da. Und setze erst am Abend meine Kontaktlinsen ein. Frau Banzenberg, bitte, Sie haben was angekündigt. Wo ist jetzt die Hure? Da drüben ist die Hure.
Direkt aus Reims. Das ist die Eure. Wenn es um die Hure geht, dann muss ich mit dem Mann reden, oder? Und da bin ich wirklich stolz, weil ich eben seit 12 Jahren schwere und gerne Arbeit leiste für sozial schwache Menschen, hauptsächlich für Kinder. Und ich sehe mich natürlich, weil ich das bin, als Charity Lady. Man schreibt immer Society Lady, aber was ist das? Ja, ich kann leider kein Französisch, obwohl ich... Wir können nur mutmaßen. ...sehr gern Französisch Leute habe und ja. Frankreich natürlich sehr gern, aber das ist ein Insider-Champagner aus Reims, der ganz günstig durch einen Freund von mir importiert wird. Wie wird man aussprechen? Probieren wir mal. Huré de Ferré. Meine Bekanntheit, muss ich sagen, kommt von dieser Zeit. Mein Mann war viele Jahre Modeclub-Präsident und in dieser Funktion war Karl Lagerfeld bei uns. Missoni ist aber sehr, sehr eng, ja? Bitte. Ah, ja? Wir sind schon 39 plus, ja. Ah, ja, nicht 19 plus, bitte. Nicht 19 ja. plus, ja? Da hat sich sogar der Herr Eberhardinger von der ERV aufgeregt, ja, weil er immer so notzuwege so nah, das ist ja schrecklich, bitte. Das ist die Abendrobe von dir? Nein. Nicht? Von der Frau Mama? Jawohl. Geht das überhaupt schwarz und grün, dann die Kombiné? Natürlich. Ja? Ja. Super. Super? Super. Wäre auch schon wie Aschenputtel daneben. Sie tragen das kleine Schwarze, oder was? Nein, ich gehe im kleinen Bordeaux. Wie stehen Sie persönlich zu Friedrich Schiller? Hat der was zu tun mit Ihnen? Ein bisschen. Ja? Nur sehr weitläufig. Über 100.000 Ecken verwandt? Weitläufig, ganz weitläufig hat er mit mir. Sicher? Sicher, nur weitläufig. Mit Stammbaum beweisbar und belegbar? Ich glaube, Sie reden von meinem Mann, der heißt ja Friedrich Schiller. Ja, ich habe vom anderen Friedrich Schiller, der noch ein bisschen berühmter ist als der Modepräsident. Ja, ja. So, und ganz wichtig ist, wenn man eine Hure im Haus hat, dann sollte sie zum Trinken sein, oder? Ja. Also, wenn Sie Französisch kennen werden, dann würden Sie wissen, dass Hür Frères Gebrüder Frères heißt. Also es hat nichts mit einer Hure zu tun. Wobei ich jetzt widersprechen muss. Entschuldige. Ja. Die schon Frau mit sollte doch... zu Hause doch auch ein bisschen horös sein, nicht? Aber nur zu Hause. Horös. Horösement, kann ich da nur sagen. Naja, da ist das Mieder und dann ist da das Oberteil. Wer wird das schnüren, das Mieder? Niemand, das sind so Ösen. Und da muss ich hineinpassen. So ist es. Und wird aber gehen, oder? Hoffentlich. Hoffen wir, dass kein Malheurismon wird. Der Herr Banzenberg geniert sich schon ein bisschen hinten, schau mal. Hat sich schon versteckt? Versteckt sich schon hinterm Herrn Sturm, ja? Die Damen fahren heute einen dicken Reifen. Der einzige Sturm, den ich noch habe. So. Moment, Harry wird zum Waschbären oder was auch immer. Harry, sehr fesch. Den kann man als alles gebrauchen, den Herrn. Schauen Sie her. Schau, passt ihm gut. Sehr hübsch. Kleidet ihm, ha? Na? Sie sind weitläufig verwandt mit Ihrem eigenen Mann, ne? Nein. Schau, was erzählt er da? Sie sagen, haben Sie eine Beziehung zum Herrn Friedrich Schiller? Sag ich, ja, ein bisschen, eine entfernte. Zu meinem eigenen eine entfernte. Alles klar. Ja? Und das Fernsehen hat ja nicht so viel Zeit, also haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet. Schneller werden wir, wenn die Frau Banzenberg so viel Haar hat wie der Herr Sturm. Genau, dann wäre das Ganze etwas einfacher. Ja. Ins Zimmer können wir ja nicht, weil der Herr Gamal ein Lunzi macht, ja, wenn man so schön sagt. Ja, ja. Ich habe geglaubt, nicht so nah. Dann fliegt er die Stirn runter. Also bitte soll er lieber die Stirn runterfliegen. Wie wichtig ist Schönheit bei Männern eigentlich? Also die meisten sagen, es ist nicht wichtig, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Weil was hilft? Ich kenne so viele Frauen, die so ein tolles Inneres haben. Die große innere Werte eben so. Und was hilft es davon, wenn ich dem nicht optisch gefalle? Also er kommt erst drauf, wenn er mit mir ins Gespräch kommt. Wie lange braucht so eine Vorbereitung für einen Ball? Sicher 3 bis 4 Stunden. 3 bis 4 Stunden. Unglaublich. Wie lange braucht der Herr Gemahl? Naja, der braucht nicht so lange. Der 3 bis 4 Minuten. Nein, er braucht eine halbe Stunde. Aha. Das Sparsackerl wird die Kopfbedeckung, oder was? Nein. Das ist die Handtasche. Kopfbedeckung gibt es keine. Nein, nicht. Das ist die Kopfbedeckung. Was ist mit dem Sparsackerl? Das ist die Handtasche dazu? Die Handtasche halt. Darf man das einmal sehen? Das ist sehr, sehr hübsch. Ja, das passt. Ja. Stilmäßig. So sollten wir es machen. Ja. Ich brauche insgesamt 1,5 Stunden. 1,5 Stunden ist aber schnell, oder? Ja, naja. Und kostengünstig, wenn man alles selber macht. Kostengünstig auch, ja. Nein, aber sie wird dann dafür vielleicht viel schöner sein als ich. Ich bin dann ein Aschenputtel, ein armes. Und jeder, der sagt, es zählt nur der Charakter, Aussehen nicht, ist Lüge, ein Heuchler. Lüge. Wichtig ist leider, von uns Frauen verlangt man, sie sollen schön sein, gescheit sein, mütterlich sein, treu sein, brav sein, alles. Und eigentlich
muss eine Frau wirklich von all dem ein bisschen was haben. Prost. Das ist jetzt sozusagen die wahre Puffbrause. Ne? Die heißt sogar so. Das ist die Hure. Servus. Wir müssen ja arbeiten, wir haben keinen so einen schönen Abend. Nein, nicht. Und wie wichtig ist die Schönheit vom Mann? Gar nicht. Gar nicht. Nein, für kann mich also gar wirklich nicht ausschauen wie der Adriano Celentano oder ich? Macht nichts. Ja. Sie sind ein fescher Bursch. Er hat ja drauf gewartet. Er hat gefischt. Fishing for compliments. So, Olli, da sitzen Sie jetzt alle. Der Herr Sturm, die Frau Monika Bellucci, der Sohn von der Frau Bellucci und Hermann Banzenbrück. Gratulation zu Frau Bellucci. Und die Frau Schiller. Und jetzt, wieso kennen Sie sich überhaupt? Naja, wir kennen uns schon länger. Aber es war so, dass ich im Sommer eine sehr schwere Krankheit, vor allem optische schwere Krankheit, ich hatte eine Facialis Parese. Das heißt, das Gesicht war so, ja? Wie beim Hermes Fettberg. Ja, ähnlich. Ja. Alles, was ein Mann schöner ist als ein Off, ist ein Luxus, hat irgendwer einmal gesagt. Ja, aber bei einem Mann ist wichtig, dass er Charme hat, lange dass Hände, er kultiviert auch, ist, dass er ein bisschen Geld hat. Na gut, da scheidest du wieder aus. Da scheide ich aus, da bin ich leider nicht zum Gebrauch. Das kriegen AIDS-Kranke, diese Infusionen, die ich bekommen habe, die sehr teuer sind. Die kosten 1.000 Euro eine, ich musste 10 bekommen, was der Arzt... Als AIDS-Kranker muss man gut bei Kasse sein, so wie es ausschaut. Sehr viel, ja. Das ist zum Stärken des Immunsystems. So vorlaut wie der Herr Stuhlhofer sollte man heute auch nicht sein. Vorlaut, ist das gut oder schlecht? Er war der erste Mann, der mir sogar im Mund die Zähne innen angeschaut hat. Und da habe ich gesagt, wegen der Blonden, wieso ich keine Blonden und ob das falsche Zähne sind. Also es sind echt, aber ich muss ehrlich sagen, das hat noch nie jemand geschaut. Ein anderer Ballträger ist ja der Richie Mörtel Lugner, was haben Sie mit dem zu tun? Die Christine ist eine sehr, sehr enge Freundin von mir. Der Richard war es auch. Aber so hat es einen Streit gegeben? Ja, ich glaube. Das heißt, Herr Dr. Facialis Paresis ist heilbar? Ja, selbstverständlich. Gott sei Dank bildet sich ja in den meisten Fällen zurück. Wieso kommt der Herr Fettberg nicht zu Ihnen dann? Das ist schon zu lang. Bei dem ist es, glaube ich, angeboren, oder? Und er hat dann meinen Begleiter aus der Loge wirklich körperlich hinausgehaut. Obwohl uns die Christine von Tanzfläche gesagt hat, komm jetzt, die Cherry Holloway ist mir davongelaufen. Ja. Und darum hat er so einen Zorn gehabt und hat das dann auf meinen Begleiter und mir ausgelassen. Abschließend, das tut man nicht. Das tut man nicht und sozusagen war ich dann das Kardal, weil die Medien haben das dann so gemacht, die werden an mich herausgeschmissen, also aus der, weil ganz einfach man mich kennt. Abschließend noch zur Etikette am Ball, was soll man machen, man darf nicht rülpsen, das weiß sogar ich. Aber was sind so die Kleinen, die Feinheiten? Ich weiß es nicht, man sollte sich wie immer höflich und aufmerksam seiner Partnerin und der Tischgesellschaft widmen. Was heißt das, weil man mich kennt? Fliegen Sie ja öfter wo raus? Nein. Gott sei Dank das erste Mal. Ich hoffe auch das letzte Mal. Außerdem bin ich nicht geflogen, sondern mein Begleiter ja. Der Herr Professor. Ja, ja, aber ich bin dann natürlich mit ihm gegangen. Natürlich. Aus Solidarität? Ich kann ja nicht ihm draußen stehen lassen, ich bin drinnen. Dann wünsche ich viel Spaß am Ball, den Damen und den Herren. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Nein, aber der Erste, der mir so hineingeschaut hat. Harry, du warst der Erste, der der Frau Schiller hineingeschaut hat. Nein, das hört sich gut an. Aber schön langsam renkt sich's wieder ein. Ein bisschen, aber so herzlich wird's nicht mehr wie zwischen uns zwei. Ja, Frau Schiller, ab dann.